herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von bester-film.de, im Internet zu finden auf bester-film.de. Und Arne und ich, wir sitzen wieder im Cinemax in Kiel im Kap und vielen Dank, dass wir es wieder hier machen dürfen. Hallo, Arne. Moin. Moin. Genau. Darf man in Schleswig-Holstein auch ganzen Tag sagen. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht um Deadpool. Sagen wir mal so, ein gänzlich anderer Superheldenfilm, spielt aber trotzdem im Marvel-Universum. Irgendwie eine Zusammenfassung aller anderen. Ja, wenn man nicht will, sogar, guck mal hier, mein roter Umhang. Wir haben ja heute gelernt, rot ist gut. Oder man nimmt Zitrone und kaltes Wasser. Ja, aber da muss man sehr viel Zitrone und kaltes Wasser nehmen bei diesem Film. Nein, also es ist, ja, wie soll man sagen, ist eine Persiflage irgendwie auch. Ne? Hat so verschiedene Metaebenen auch. Also er lebt davon, dass er eine Persiflage ist, eine Ironie. Und er hat mit der sogenannten, was habe ich gelesen, die vierte Kamera oder sowas, die dritte Ebene. Also er spricht das Publikum direkt an. Ja, und das durchaus öfter und das auch in witziger Form. Vielleicht erstmal der Reihe nach. Wir haben hier also Deadpool, er ist eigentlich, wie gesagt, Marvel-Universum. Das heißt, wir haben hier durchaus Bewegungen auch im X-Men-Universum. Es werden verschiedene andere Sachen auch durchaus hier und da mal erwähnt. Und er ist, ja, ein Superheld. Wie soll man sagen, wir wollen nicht zu viel verraten, aber es gibt Gründe, weshalb er es natürlich geworden ist. Und er ist eigentlich ein eher böser Superheld mit natürlich dem Herz am rechten Fleck. Und einer großen Klappe. Und sehr groß. Und das macht natürlich auch viel den Reiz dieses Films aus. Wobei ab und an auch ein bisschen splattermäßig zugeht. Ne? Also im Gegensatz zu vielen anderen doch sehr sauberen. Und selbst bei Avengers oder sowas, da wird immer noch sauber gestorben. Hier geht auch mal ein bisschen was vom Körper zu Bruch. Und das auch sehr bildlich. Sehr bildlich. Es wird geteilt und es wird wie bei Highlander, wenn der Kopf weg ist, erst dann ist man sicher. Ja, genau. Sofern man ihn selber in die Fresse kriegt. Naja, gut. Ja, ich weiß nicht, ich finde, man sollte nicht zu viel, also es gibt unheimlich viele witzige Sprüche in dem Ding. Es wird sozusagen alles aufs Korn genommen, was irgendwie, glaube ich, geht, was so Superhelden angeht und auch weshalb bestimmte Leute was machen. Und was auch ungewöhnlich ist, es gibt nackte Brüste, bei Hollywood-Filmen nicht so oft. Wobei ganz, ja, also... Doch, die waren nackt. Ja, ach so, das, ja, du hast recht. Der Szene, ja, du hast recht. Tatsächlich ganz nackt. Das fällt jetzt vielleicht nur auf, weil es ein Hollywood-Film ist. Könnte auch ein Kunstfilm sein aus Europa. Das war kein Kunstfilm aus Europa. Nein, das war keiner. Also von wegen der, naja, wie auch immer. Also, und natürlich die coolen Sprüche, ohne Frage. Wobei ich sagen muss, ohne diese coolen Sprüche wäre der Film auch deutlich weniger interessant. Also die Story-Ablauf ist geradlinig wie so ein Brett. Und aber der Film lebt von seiner Art, ganz klar. Also er lebt nicht davon, welche anderen coolen Typen da sind, wie viele Explosionen es gibt. Er lebt davon, dass der Typ immer redet, ständig redet und manchmal einfach echt, also ich finde, manchmal ist es auch ein bisschen nervig. Und er hat durchaus auch einen Hang dazu zu onanieren. Darüber wird häufiger witzig gemacht. Ja. Genau, vor allen Dingen auch von der blinden Frau. Ja. Also da nimmst du sowieso auch nichts. Da wird auch jeder durch den Kakao gezogen. Blinde und so weiter und so fort. Ne? Also da ist PC ist an diesem Film jetzt nicht so viel, kann man glaube ich sagen. Und er zelebriert das auch, wie er das Ganze macht. Also kein Understatement, das kann man hier definitiv nicht sagen. Es gibt noch ein paar Superhelden, die auch noch dabei sind. Ne? Hier so ein Stahlmann. Kolossus, genau. Und so ein Mädel, das in Flammen aufgehen kann. Habe ich vergessen? Weiß ich auch nicht mehr, wie die hieß. Aber X-Men-Universum. Und zum Beispiel nur mal, um mal zu zeigen, wo sozusagen hier das Ganze so diese Metaebenen erreicht, wenn er zu denen dann kommt, eben zu diesem von Xavier Naidoo, wollte ich schon sagen, wie heißt er, Xavier? Captain Picard, nicht sich sein, sich seine X-Men-Schule. Und dann sind immer nur diese beiden da, dass er dann auch sagt, ja, konnte sich das Studio denn keine weiteren X-Mens hier leisten? Ne? Also das sind so, ich fand das witzig. Das finde ich ein bisschen zu viel Metaebene, muss ich sagen. Also da verlasse ich zu viel den Film, also meiner Meinung nach. Für mich ist der Film dann gut, wenn das Gehirn ausgeblendet wird und dann ist der Film und sonst nichts. Und das fand ich ein bisschen viel. Also ein bisschen viel dieses Geschicker mit dem Publikum und dann nochmal mehr cool sein, das war mir zu viel. Ja, mir nicht. Aber da kommen wir jetzt vielleicht zu den Wertungen. Übrigens 2D das Ganze. Ja, da hat man jetzt auch nicht vermisst. Es gibt dann auch ein paar andere Sachen so aus dem X-Men. Es gibt zum Beispiel mal so einen Helicarrier, mal in anderer Form. Der runtergefallene, würde ich sagen, war das. Genau. Aber das sind alles keine Spoiler. Das ist nicht schlimm, wenn man das weiß. Bei diesem Film kann man praktisch auch nicht spoilern, weil es auf die Geschichte nicht ankommt. Genau. Ja. Sondern auf die Machart und die Sprüche. Und dann kommen wir jetzt wahrscheinlich zur Wertung. Und ich vermute so aus deinen Vorsprüchen, wir haben wahrscheinlich etwas unterschiedliche Meinungen. Du darfst mal anfangen. Ray Reynolds übrigens spielt den Hauptdarsteller, der zwar immer Probleme, finde ich, damit hat, dass er ja dann sein Gesicht ein bisschen entstellt bekommen hat. Ich finde, der sieht aber immer noch gar nicht so schlecht aus. Also ich wollte gerade sagen, damit ein paar Jahre zu warten, aber egal. Das fand ich jetzt auch ein bisschen...
Naja, hätte er nicht tun müssen, würde ich sagen. Ja, Wertung, wie gesagt, ich weiß, er ist nett. Und nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Nein, so schlimm ist es nicht. Also er ist, ohne Frage ist er cool. Die Sprüche sind witzig, aber das war's irgendwie auch. Also dafür war mir dieses ständige Rumgejammer über dem, wie er einsam ist und was er alles mit seinem Schwanz alles machen kann. Meine Güte. Ja, also ich bin vielleicht auch schon zu alt für so einen Scheiß. Ne? Nein, der hat mich nicht so angefixt, wie ich gedacht hätte. Ich hatte schon befürchtet, dass das nur auf seine Sprüche geht. Und ja, es geht nur auf seine Sprüche. Insofern fand ich ihn nicht mehr 6,5 Punkte. Oh. Siehst du, ich bin nicht ganz so alt wie du, gefühlte. Ja. Ich kann mit sowas Jugendlichem auch noch gut umgehen. Ist voll LOL und cool. LOL sagt man auch schon nicht mehr. Ich weiß, das war eine Meta-Idee. Sowas von 2014, ich weiß. Ich gebe 9. Ich fand von vorn bis hinten, der hat mich immer wieder überrascht, auch mit bestimmten Dingen, wie dann eben bestimmte Klischees auch durchbrochen werden. Klar, bei einigen Sachen kann man es dann auch fast erahnen, da passiert jetzt wahrscheinlich gleich doch etwas Gradlinigeres als das, was man vielleicht. Also, aber es ist von vorn bis hinten so schön unpietös, also so böse teilweise auch. Und so nimmt dieses ganze Genre so witzig aufs Korn und spielt trotzdem noch in dieser Welt. Nee, das tat es eben nicht, fand ich. Ja, da doch so ein bisschen schon. Naja, so ein bisschen schon, aber er hat das dafür fand offiziell sich. Offiziell schon, aber er hat sich zu sehr gelöst. Also er hat sich einfach zu sehr immer rausgenommen und gesagt: So, Jungs, lasst mal klären, was läuft. Er könnte Avenger werden, wenn er nicht bei Fox wäre. Das ist ja das Problem. Ja, aber dann würde er vielleicht nicht so machen. Oder der Hulk würde ihn dann schon machen. Ja, die würden ihn dann schon in Zaum halten, ein bisschen. Ein paar. Nicht? Also dann hätte wahrscheinlich hier He-Man, hätte ich beinahe gesagt, wie heißt er hier? Hulk. Nein, der auch. Der hat auch seine Probleme mit. Ist ja egal. Iron Man hätte dann jemanden, mit dem er sich. Aber wir werden es ja vielleicht alles noch erleben. Vielleicht einigen die sich ja nochmal. Anderes Thema. 9 Punkte. Ich fand von vorn bis hinten hat er mich sowas durchaus Spaß gemacht. Er hat jede Sekunde sozusagen das Gefühl, ich hatte gar keine Längen. Natürlich, er hadert mal so 30 Sekunden da, aber ansonsten bricht es das gleich wieder mit ironisierten Bemerkungen oder mit irgendwelchen sonstigen Sachen. Diese Kneipe fand ich witzig. Es waren so viele witzige Sachen dabei. Diese verschiedenen Ebenen. Na gut, nicht. Ist natürlich, ja, guckt man in die Vergangenheit, wieder in die Zukunft, kommentiert das selber wieder. Vielleicht am Ende hätte man sich noch irgendwie einen besonderen Schlossgag erwartet, aber auch das war okay. Also, nö, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. 9 Punkte, klasse Film. Also auf der Liga mit Inception? Ist das. Mal dann die 9 Punkte. Wir haben Inception haben wir sicherlich 9,5 gegeben, glaube ich. Ich wollte nur mal in Relation das nehmen zu wirklich Inception-like. Aber ja, vielleicht wird er nicht oder so lange nach. Ant-Man-like? Du willst mich nicht. Ich will dich, genau. Was ich aber lange nicht mehr so hatte, das wirklich von. Also am Ende wirklich sagt, oh, schade, jetzt, ich hätte gerne noch ein bisschen länger, aber. Ja, ist deine Wertung, ich wollte nur mal. Ja, genau. 6,5, was können wir denn da? Ist das wie. Keine Ahnung, was du 6,5 gegeben hast. Das mag ja jeder selber nachgucken. Ich fand ihn klasse trotzdem. Ja, und Inception war noch besser. Der hat mich noch mehr begeistert. Aber der hatte, glaube ich, auch. Erster? Ja, ich fand ihn trotzdem. Jetzt müssen wir hier. Es ist ja hier schlimm. So, wir sind durch. Ja, wir sind durch. Tschüss. Tschüss. Nein, so schnell geht's auch nicht. Was gibt's noch? Jetzt kommen ganz viele Superheldenfilme. Ernsthafte, super. Ernsthaft. Da geht's wieder nur ein bisschen Sprüche. Ne? Hier, The First Avenger kommt. Sieht aber aus wie alle Avengers. Ja, Civil War. Superman gegen Batman. Bin sehr gespannt. Ja, die versuchen es ja auch ständig. Was haben wir denn? Da war doch noch ein Dritter. Ja, den haben wir schon wieder vergessen. Auch so Green Lantern wird hier übrigens bei Deadpool schön auf nochmal einen Arm genommen. Da waren so ganz kleine Gags überall so eingestreut. Naja, okay, lass was. Gut. Also das Jahr der Superhelden ist wieder ausgerufen, war aber das letzte auch schon. Macht nichts. Wir werden drüber berichten. Dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute, der Henry. Und dann, tschüss. Ich fand ihn trotzdem gut. Naja, 9, ne? Nein, ich bin auch jünger. Gefühlt bin ich hier drin. Ja, ganz. Ja. Hier, Peace. Beef. Ja, genau, tschüss.